5 der aufwendigsten YouTube-Videos. Teil 2. Hallo liebe Freunde, willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe extra ein Vivian Schmidt-Movie für dieses Video hier gestoppt. Viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Tschö. Platz 5. Hand of Blood. Man wendet sich nicht gegen Spandau. Was habe ich getan, dass ich das verdient habe? Weiß ich nicht mehr. Wenn Spandau einen König hätte, er würde wohl Hand of Blood heißen. Das Let's Play Sexsymbol macht keinen Hehl aus seiner Heimat. Im Gegenteil, Spandau ist für ihn ein Lebensgefühl. Genau das zeigt auch unser Platz 5. Tolle Typen, bumsblöde Ballereien und jede Menge Humor. Das ist geil, wa? Ja, heftiges Gerät, ne? Spandau? Ich wohne in Spandau. Wendest du dich gegen Spandau? Würde ich niemals machen, nein. Also ganz stark gemacht von den Jungs, muss ich sagen. So was Aufwendiges. Ja, also hier muss man natürlich eine offizielle Filmkritik liefern. Also Acting, sowohl wie die visuellen Effekte, wie auch die gesamte Storyline, ist natürlich allerobersten Levels. Wenn ich mir dann so Minecraft-Videos für 3 Jahre angucke und auch so viel erreicht habe, ist halt immer die Abwägung. Cool gemacht. Also das war wirklich cool. Auch dass die, beim Schießen, die Blutdinger, da, die Kugeln, die Eintreffer gespritzt haben und so weiter. Cool gemacht. Ja, ein cooles Video. Finde ich schon sehr aufwendig. Es gibt bei weitem aufwendigere Videos. Aber sehr actionreich. Actionreich, ja. Und ich finde ja Hand of Blood sowieso super toll. Ja, ich mag Max. Ist geil. Was soll ich jetzt zu guten Videos sagen? Das hat mir persönlich gar nicht gefallen. Beef wieder bei viel Reichweite. Und dann sage ich, nee, war nicht so gemeint. Reichweite für mich, geil. Kult und Berliner, ich weiß das. Ich war selbst jahrelang in Berlin, war. Also sehr, sehr stark mein Props, sagt man dazu. Platz 4. Julian Bam, Power Rangers. Ihr seid die Auserwählten. Ihr seid die Power Rangers. Während andere YouTube-Kollegen einfach nur gelangweilt zugeschickte Geschenke auspacken und diese anschließend halbherzig in die auf Billigstativen befestigte Spiegelreflexkamera halten, zaubert Julian Bam aus jeder Placement-Anfrage einen kinoreifen Actionstreifen. Der beste Beweis, unser Platz Nummer 4. Mensch, hat der Power. Junge, weil ich ja auch Power habe, Junge. Julian macht wirklich, liefert eine super qualitative Arbeit ab. Das ist so hochwertig. Echt cool, gefällt mir sehr. Ich gucke die Videos immer anders als viele andere, weil ich die Leute kenne, die die schneiden und ich weiß, wie die sich fühlen. Deswegen finde ich das immer ultra imposant für YouTube-Videos. Muss aber auf der anderen Seite sagen, ich kriege immer Bauchschmerzen, weil jeder Tritt, der da Funken sprüht, das ist für mich einfach 9 Stunden Arbeit. Julian Bam ist eine einzige Ikone. Super, super. Ist das mittlerweile so, dass egal was Julian Bam hochlädt, es wird immer so gesagt, das ist das Geilste aller Zeiten? Also Julian Bam ist ja ein Fall für sich, also der ist schon ist ein Phänomen meiner Meinung nach. Also ich bin ein großer Fan von seiner Produktion. Ich gucke mir manchmal schon Ilja an, wie der zugrunde geht, wenn er meine Videos schneidet. Und das ist wirklich, und das ist ja nicht mal so schwer. Das Ding ist ja, du weißt, dass du ein aufwendiges Video produzierst, wenn du die 3D-Shots zu einer Render-Farm schicken musst. Das sind quasi so riesige Häuser oder riesige Räume, die einfach nur voll sind mit Computern, die einfach nur Videodateien abspeichern, weil es sonst so lange brauchen würde. Okay, das ist halt hartes Nerdgelaber, ich hoffe, das checkt irgendjemand. Der Typ ist anders, also ist einer der stabilsten YouTuber, sag ich jetzt mal, in Deutschland. Ich persönlich konsumiere es privat gar nicht, aber meine Redaktion sagte mir, dieses Video war ganz toll und super aufwendig, deswegen glaube ich euch einfach mal. Platz 3. Space Frogs. Camp Fett weg. Huch, was war das? Ich krieg dich. Du feige Sau! Hast du was gehört? Du Ratte! Muss wohl der Wind gewesen sein. Intelligente Comedy zeichnet sich durch einen feinen Witz und einer stets gleichbleibenden Prise Ernsthaftigkeit aus. Schon klar, unsere Twinnies können damit nicht gemeint sein. Ich spreche vielmehr von Steve und Rick, ihrerseits Stammpersonal des Kultkanals Space Frogs. Beim Ansehen ihrer abwechslungsreichen Reihe Camp Fett weg ist mir regelmäßig vor Lachen der Hackbraten im Halse stecken geblieben. Also weiter so. Daumen hoch. Ich mag die Spaces, die sind cool. Das ist Splinter Cell nachgemacht. 1:1, Alter. Also diese Grundidee ist einfach so richtig geil.
einfach nur wegen einmal falsch abbiegen, dann so eine ganze Scheiße zu erleben. Ach, ja. Da müssen wir auch mal hin, oder? Dieses das war Camp. Ich, du vielleicht, ich nicht. Das war eine tolle Reihe, oder ist eine tolle Reihe. Worum geht's denn da? Und das sagt der Name doch schon. Das muss wohl der Wind gewesen sein. Ich glaube, das sollte ein Comedy-Video sein, ne? Wow, was ein imposantes Video. Ich habe leider nicht so viel davon gesehen, wie ich gerne sehen wollen würde, weil das so imposant ist. Die zwei sind super lustig. Also der eine ist lustig, der andere ist immer schlecht gelaunt. Aber das macht die beiden ja aus. Wie wir quasi. Top. Ich wünsche irgendwie, es würden weiterhin mehr solche Projekte rauskommen. Aber sowas ist echt wenig geworden so. Platz 2. Inkscope 21. Barry Seal Prank. Ich kann es erklären, es ist nicht so, wie es aussieht hier. Eigentlich sind wir wirklich in Kolumbien, oder? Wahrscheinlich alles gefaked, Alter! Ah. Dass YouTuber andere Menschen für Klicks verarschen, ist jetzt nicht unbedingt eine neue Information. Dass das aber auch unterhaltsam und fett produziert geht, zeigt unser Platz Nummer 2. Nico, so nennen ihn seine engsten Freunde, gibt sich ganz doll Mühe und kreiert wohl einen der protzigsten Pranks der letzten 35 Jahre. Wie meine 12-jährige Großcousine sagen würde, nice. Jungs, sind the fucking prank, Alter! Einfach euer Ernst? Ich wusste es. Na echt, ja? Okay, cool. Ja, gut gemacht. Okay, cool. Ja, war ein toller Prank. Ich bin kein großer Prank-Fan. Benny ist aber kein großer Brokkoli-Fan. Das heißt, jeder hat so seine... Darf ich auch reden, oder ja. Ist das hier deine Show? Keine Ahnung, das hat mich nicht abgeholt. Das wär für mich das ist eine geile Idee, aber es hat mich nicht abgeholt. Ich persönlich brauche mehr. Ich brauche meinen Thomas Gottschalk-Effekt. Das war wirklich crazy. Vor allem da war es so, dass ich in der Zeit, ganze Woche oder sowas, ich weiß nicht, wie lange genau es war, seine Freunde quasi in diesen Glauben versetzt. Und das Ding ist, ich hatte teilweise mit denen Kontakt in dieser Zeit. Und die alle so, halt, Nico dreht komplett am Rad, so komplett crazy. Also war wirklich heftig. Der ist einfach verrückt. Anderes Wort finde ich nicht für den. Fand's mal cool, dass er auch mal ein aufwendiges Video macht. Ansonsten sitzt er immer nur mit einer Kamera am Schreibtisch und macht uns die Challenges nach. Platz 1. Fabio Wippmer. Die Escape-Reihe. WWW-Insider wissen, Dennis, Benny und das Fahrrad. Diese drei werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Da wackelt mehr als beim Trampolinspringen, denn Axel und Unfälle in Cobra-11-Manier sind sicherer als Haukes Frührente. Umso unfassbarer, was Fabio Wippmer so mit zwei Rädern anstellen kann. Chapeau und nicht vergessen, in Deutschland herrscht Helmpflicht. Fabio, cooler Typ. Wir waren zusammen bei Ninja Warriors. Ich finde ja generell diese First-Person-Dinger absolut krank geil. Ey, das war aber doch nicht echt, ne? Der ist doch nicht mit dem BH, der ist wirklich runtergedüst mit dem Ding, oder? Cooler Fahrradfahrer, macht krasse Sachen. Auch cooler Typ, echt. Finde ich persönlich sehr cool zuzuschauen. Weiß nicht, wie viel da echt ist, wie viel da in der Nachbearbeitung passiert ist, aber wie es aussieht, alles echt. Ja. Wow! Ich finde das geil, weil der ein Fahrrad auf dem Schnee benutzt. Der Rest ist mir eigentlich egal, die Inszenierung, dass er gerade ein BH benutzt hat, um da runter zu sliden. Du hast das noch nie gesehen, oder? Ich habe einen kleinen Trailer gesehen, hat mich sehr überzeugt. Und worum geht's in dem Trailer? Da hat jemand an sein Auto vorne eine GoPro dran geschnallt und fährt durch Wind und Wetter. Das ist wunderschön geschossen, das sind echt geile Videos. Ich habe mir da auch mal welche von reingezogen. Und da bleibt man auch dran. Da gibt es ja mehrere von und die sind einfach nur jedes Mal irgendwie so voll krank heftig und flashen einen voll weg. Und dann auch noch mit diesen kranken Stunts zwischendrin. Weiß nicht, absolut verdient. Finde ich krass, also mal was anderes hier im Schnee mit dem Fahrrad. Sehr gewagt, mein Freund, sehr gewagt. Wer schneidet sowas? Habt ihr vielleicht noch Lust für jemanden zu arbeiten wie mich? Mein Cutter weint oft. Verdient ihr Platz Nummer 1. Mensch, das war aber aufwendig. Aufwendiger als meine Teamrasur heute Morgen. Fallen euch irgendwelche Videos ein, die euch im Kopf bleiben, irgendwelche Blockbuster, schreibt's in die Kommentare. Und euren Lieblingsplatz bitte auch in die Kommentare.